möchtest es dir an den Feiertagen natürlich gut gehen lassen und vielleicht möchtest du ja auch ein bisschen feiern. Was genau bedeutet das denn für deinen Hund? Ich bin Bianca, ich bin zertifizierte Problemhundtherapeutin und mein oberstes Ziel ist es, dass Mensch und Hund miteinander ein entspanntes Leben haben. In diesem Video möchte ich dir deshalb gerne erklären, was für Auswirkungen es hat, wenn du als Halter unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehst. Außerdem möchte ich dir natürlich ein paar Beispiele nennen, wie du es deinem Hund möglichst angenehm machen kannst. Weihnachten und Silvester stehen vor der Tür und natürlich möchten viele Hundehalter, so wie alle anderen Menschen auch, möchten dies als Anlass nehmen, um mal richtig die Sau rauszulassen und mal richtig anzustoßen und einfach mal richtig abzufeiern. Egal ob Drogen oder Alkohol, das ist eigentlich relativ egal. Auf jeden Fall ist es so, dass unsere Hunde ja unsere Körpersprache lesen und unseren Geruch wahrnehmen. Und wenn wir unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dann verändert sich unsere Körpersprache drastisch. Und auch unsere Sprache wird anders. Der Geruch ändert sich. Das heißt, es ist auf jeden Fall nicht mehr so wie gewohnt. Unsere Bewegungen werden vielleicht super uneindeutig und das kann natürlich Hunde ganz schön verunsichern. Und das könnte sich zum Beispiel äußern darin, dass der Hund nicht mehr so richtig folgt, der Hund nicht so auf Anhieb die Kommandos, die er sonst normalerweise total gut beherrscht, auf einmal nicht mehr so ohne weiteres und ganz schnell macht. Und es könnte halt auch sein, dass der Hund gar nicht so richtig mit möchte zum Spazierengehen. Normalerweise ist er immer der Erste an der Tür, aber unter diesen besonderen Umständen traut er sich nicht so richtig oder traut euch nicht so richtig zu, ihn in dieser Welt da draußen Halt zu geben. Was könnt ihr also tun für euren Hund? Also, ich finde es super toll, wenn man sich Leute einlädt, zum Beispiel, dass man den Hund auslagert in ein anderes Zimmer, ihm dort einen wohligen, warmen, sicheren Platz macht, was zu trinken hinstellt und ihm dann diesen Platz zuweist. Das macht ihr einfach, indem ihr den Hund reinlasst und sagt, du bleibst. Dann macht ihr die Tür zu, geht halt in Ruhe feiern. Beim ersten Mal würde ich nach 10 Minuten ungefähr schon einmal reingucken lassen, aber 10 Minuten würde ich dem Hund schon geben, damit er Zeit hat, sich zu sortieren und sich hinzulegen und sich erstmal in der Situation zurechtfinden kann. Dann nach dem ersten Mal, wenn dann alles in Ordnung ist, würde ich so ungefähr jede Stunde einmal reingucken. Hund liegt im Korb, also das ist tatsächlich in den meisten Fällen so. Alle Menschen, mit denen ich bisher darüber gesprochen habe, haben gesagt, wenn sie den Hund ausgelagert haben in den Nebenraum, dann hat der Hund einfach da gelegen und geschlafen. Das ist wirklich besser in dem Fall, wenn ihr richtig beschäftigt seid. Ist es tatsächlich besser für euren Hund, wenn er im Nebenraum ist, als wenn er da mitfeiert. Dann im Nebenraum, nach ein paar Stunden, nachdem ihr da ein paar Mal geguckt habt und der Hund schläft, also es ist echt in den meisten Fällen so, holt ihr den Hund raus, geht mit ihm spazieren. Wenn der Hund verunsichert ist, würde ich ihn auf jeden Fall an die Leine nehmen. Kein Gehorsam von ihm abverlangen, wirklich gar nichts. So à la bei Fuß bleiben oder irgendwas. Das muss er alles nicht. Es ist schon toll, wenn er einfach mit euch mitkommt. Und ihr macht das ja für euren Hund und er muss da nichts für euch tun, außer mitzukommen. Ich finde, es ist auch immer eine super Idee, den Hund zu beachten. Und wenn der Hund im Nebenraum ist und er nicht mitkommen möchte, müsst ihr ihn auch nicht zwingen. Wenn der Hund nicht möchte, sondern da liegen bleiben möchte und er sich da sicher fühlt, dann lasst den Hund ruhig da. Auch wenn jetzt die, was weiß ich, 7 Stunden oder irgendwas um sind und ihr meint, ja, jetzt müsst ihr aber langsam mal rausgehen. Nein, wenn euer Hund nicht möchte, lasst ihm das. Wenn er sich sicher in diesem Raum fühlt, auf seinem Platz, dann lasst ihm das. Das ist in Ordnung. Wenn es sich nicht verhindern lässt und der Hund dabei sein muss, dann müsst ihr euren Hund natürlich beschützen. Das heißt, wenn irgendwelche Partygäste auf den Hund drauf wollen irgendwie oder irgendwie komisch sein wollen mit dem Hund oder so, müsst ihr den Hund auf jeden Fall verteidigen. Ihr müsst euch dazwischen drängeln, ihr dürft es nicht zulassen, dass irgendwelche betrunkenen Quatschköpfe irgendwie welchen Quatsch mit eurem Hund machen oder allein schon, es reicht schon, wenn sie euren Hund bedrängen, das heißt zu nah rangehen, die ganze Zeit so streicheln, am besten noch am Kopf die ganze Zeit oder irgendwas. Haltet eure Leute weg von eurem Hund, gebt eurem Hund das Gefühl, er ist sicher bei euch, trotzdem sicher bei euch und bedrängt euren Hund nicht.
Am allerliebsten und am sichersten ist es halt, den Hund in ein Nebenzimmer zu geben, ihm einen schönen Platz zu geben und ihm zu sagen, ja, es ist auch irgendwann wieder vorbei, ruh dich mal aus, alles in Ordnung. Ich hoffe, ich konnte dir die empfindsame Seele deines Hundes ein bisschen näher bringen. Es geht einfach nicht spurlos an unseren Hunden vorbei, wenn wir feiern und wenn wir unter Rauschmitteln, genau. Ich hoffe, ich konnte dir die empfindsame Seele deines Hundes ein bisschen näher bringen. Es geht einfach nicht spurlos an unseren Hunden vorbei, wenn der Halter auf einmal anders ist als gewohnt. Diese ganzen Rauschmittel, Alkohol, Drogen, egal, verändern uns. Sie verändern unseren Geruch, sie sorgen dafür, dass unsere Körpersprache sich verändert, sie wird vielleicht uneindeutiger. Vom Wesen her verändern wir uns, die Hemmschwelle sinkt, wir sind auf einmal ganz laut und da oder auch komplett anders, wir ziehen uns dann auf einmal zurück, obwohl wir sonst eigentlich immer ganz da und ganz offen sind. Also bitte, 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 sorgt dafür euren Hund und lagert den aus, sorgt für eine vertrauensvolle Bezugsperson oder sorgt dafür, dass in einem Nebenraum ein wohliger Platz, ein sicherer Platz für den Hund ist, wo niemand reingehen darf, niemand. Außer ihr, die natürlich so alle Stunde mal nach dem Hund gucken, ob alles in Ordnung ist und gegebenenfalls dann nochmal mit dem Hund in der Nacht spazieren gehen. Damit ich dir weiterhin dabei helfen kann, ein entspanntes Leben mit deinem Hund zu haben, abonniere doch jetzt meinen Kanal.